Hallo, hier ist Francis Herdes. Welche ist die stärkste treibende Kraft in deinem Leben? Wo spürst du so richtig die Begeisterung? Wo bist du sofort motiviert? Und auch, wie kannst du die Menschen in deinem Umfeld motivieren? Wir machen ein kleines Experiment. Das heißt, bitte hol dir kurz was zum Schreiben, dass du die Antwort auf die Frage, die ich dir gleich stelle, aufschreiben kannst. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du das Video nicht weiterschaust, bevor du nicht diese Frage beantwortet hast. Okay, bist du bereit? Die Frage ist, wenn du alles Geld der Welt hättest, wenn du finanziell ausgesorgt hättest für den Rest deines Lebens, was würdest du dann tun? Bitte schreib dir die Antwort dazu auf. Ich gebe dir einen kurzen Moment Zeit. Wenn du ausgesorgt hättest, wenn du alles hättest, was du brauchst, finanziell, was würdest du dann für den Rest deines Lebens tun? Ganz, ganz wichtig, bevor du weiterschaust, bitte schreib dir die Antwort auf diese Frage in Stichworten oder auch in einem ganzen Satz auf. Und dann sage ich dir gleich einiges Interessantes dazu. Kannst auch einfach Stichworte aufschreiben. Okay, hast du dir das aufgeschrieben? Ganz, ganz wichtig, denn damit du wirklich ehrlich auf die Frage antworten kannst, damit du wirklich die treibende Kraft in deinem Leben von Herzen heraus finden kannst, das ist ganz, ganz wichtig. Bitte beantworte erst diese Frage, bevor du das Video weiterguckst. Okay, es geht darum, die wichtigsten Bedürfnisse herauszufinden. Das heißt, was treibt dich an, was begeistert dich? Wie kannst du die Menschen in deinem Umfeld motivieren? Es gibt 6 Grundbedürfnisse des Menschen, und zwar tiefere Grundbedürfnisse, die uns Menschen so richtig antreiben. Das erste Grundbedürfnis ist die Sicherheit. Das sind zum Beispiel Menschen, die auf die Eingangsfrage geantwortet haben: Ich möchte gerne an einem Ort sein, ich möchte ein schönes Haus haben, ich möchte wissen, wie die Dinge laufen. Das, was die Person dir erzählt oder was du selber aufgeschrieben hast, das ist das Grundbedürfnis der Sicherheit. Wenn du da heraushörst, das ist an einem Ort, es ist geerdet, gebunden, es passiert oft das Gleiche, es ist vorhersehbar, es hat eine gewisse Sicherheit. Die duftende Anwendung für dieses Bedürfnis ist die ätherische Ölmischung Grounding, erdverbunden. Und zwar Grounding hilft dir, dich zu erden, mit beiden Beinen fest auf dem Boden zu stehen, die innere Sicherheit zu haben, die innere Angebundenheit zu haben. Das zweite Bedürfnis von uns Menschen ist die Abwechslung, die Freiheit. Das heißt, wenn du die Frage beantwortet hast mit: Ich reise gern, ich entdecke gerne Neues, ich habe gerne Abwechslung in meinem Leben. Wenn deine Antwort in diese Richtung geht, dann hast du als Grundbedürfnis wahrscheinlich die Freiheit oder die Abwechslung. Und die ätherische Ölmischung für die Freiheitsmenschen ist die Ölmischung Freedom. Freedom bedeutet Freiheit. Und das ist für Menschen, die gerne in die Welt hinausgehen, die gerne reisen, die gerne Abwechslung haben. Hat auch nicht unbedingt mit dem Ort zu tun, aber du merkst schon von der Antwort, in welche Richtung das geht. Das heißt, diese Anwendung kann wirklich diese Begeisterung, dieses Bedürfnis in dir unterstützen und stärken, dass du wirklich innerhalb dieses Bedürfnisses herausfinden kannst, okay, was gibt mir jetzt wirklich die Sicherheit und was gibt mir die innere und äußere Freiheit? Das dritte Bedürfnis von uns Menschen ist die Bedeutung, die Anerkennung. Etwas Bedeutendes tun, wofür ich Anerkennung bekomme. Zum Beispiel, dass Menschen mir die Rückmeldung geben: Wow, das hast du toll gemacht, das ist jetzt wirklich bedeutend für mich. Es gibt Menschen, die suchen diese Bedeutung und denen ist nichts wichtiger außer diese Bedeutung. Für diese Menschen ist die Ölmischung Magnify Your Purpose ideal. Verstärke deinen Sinn, lebe das, was aus deinem Sinn herauskommt. Wunderbar duftende Ölmischung. Das heißt, wenn du etwas herausfindest in deiner Antwort oder auch wenn du verschiedene Menschen fragst, was mit Bedeutung zu tun hat, anderen Menschen helfen zum Beispiel, ich möchte etwas Bedeutendes auf die Beine stellen,
dann entspricht das diesem Grundbedürfnis. Das nächste Grundbedürfnis ist Liebe und Verbindung. Das ist das vierte Grundbedürfnis und das findest du heraus, wenn die Antwort lautet, ich möchte mit meinen Freunden, mit meiner Familie zusammen sein, mit lieben Menschen. Es gibt Menschen, die suchen sehr, sehr stark diese Verbindung mit anderen Menschen. Und hier ist eine tolle, duftende Anwendung, die ätherische Ölmischung Joy, um die Herzensfreude, um die Liebe und um die Verbindung zu stärken. Das fünfte Bedürfnis von uns ist persönliches Wachstum. Das heißt, wenn deine Antwort ist, ich möchte gern Neues lernen, ich möchte über mich hinausgehen, ich möchte wachsen, ich möchte immer besser werden, das ist das fünfte Bedürfnis, persönliches Wachstum. Und die duftende Anwendung hierfür ist die Ölmischung Highest Potential, das höchste Potenzial leben. Über sich hinausgehen, über die eigenen Grenzen hinausgehen und sich selbst als Person so richtig transzendieren, transformieren, weitergehen. Highest Potential, das höchste Potenzial. Das sechste Bedürfnis von uns Menschen ist wirklich einen Wert zu hinterlassen. Etwas bewirkt haben, wenn wir unseren Körper verlassen. Etwas größer als wir selbst auf die Beine gestellt zu haben. Wirklich ein Erbe zu hinterlassen, wirklich etwas Bedeutungsvolles zu hinterlassen. Das unterscheidet sich von dem dritten Bedürfnis mit der Anerkennung. Denn die Anerkennung ist mehr so, dass diese Menschen wirklich motiviert sind dadurch, dass sie Anerkennung erfahren, dass sie Bedeutung erfahren, zum Beispiel auch vom sozialen Status her. Und das sechste Grundbedürfnis mit dem Erbe hinterlassen, etwas Bedeutungsvolles auf die Beine stellen, das ist etwas, was noch über den persönlichen Status, die Anerkennung hinausgeht, was wirklich ein Erbe hinterlässt, wovon viele, viele Menschen etwas haben, was sehr bedeutend ist. Die duftende Anwendung hierfür ist die Ölmischung Live Your Passion. Lebe deine Begeisterung, deine Leidenschaft. So richtig aus der Begeisterung, aus der Herzensfreude heraus. Meine Aufgabe für dich ist, frage 7 Menschen in deinem Umfeld in den kommenden 7 Tagen, nachdem du dieses Video gesehen hast, dieselbe Frage, die ich dir am Anfang gestellt habe. Wenn du finanziell ausgesorgt hättest, wenn du alles Geld hättest, was du brauchst und noch viel mehr in deinem Leben, was würdest du dann tun? Und stell diese Frage so offen wie möglich, dass du das nicht in eine bestimmte Richtung leitest, sondern jeder Mensch hat 2 dieser Grundbedürfnisse ganz besonders ausgeprägt. 2 bis 3. Das heißt, wir haben natürlich alle diese 6 Grundbedürfnisse in uns drin. Die Sicherheit, die Freiheit, die Bedeutung, Anerkennung, die Liebe und Verbundenheit, das persönliche Wachstum, das Erbe hinterlassen, das Bedeutungsvolle. All diese 6 haben wir in uns, 6, und es sind aber 2 bis 3 in jedem von uns, die besonders ausgeprägt sind, die so richtig die Begeisterung und die Motivation in uns wecken. Und das hilft dir selber, wenn du merkst, in welche Richtung möchtest du in deinem Leben vorangehen, wo möchtest du am meisten weitergehen. Und es hilft dir auch, wenn du andere Menschen, deine Mitarbeiter, Kollegen, Teammitglieder, Familie, Freunde, wenn du die motivieren möchtest, dann ist es wichtig, deren wichtigste Grundbedürfnisse zu kennen. Das heißt, lass die Person ganz offen auf diese Frage antworten. Es gibt Menschen, die liefern dir gleich in einem Satz alles, was ihre Grundbedürfnisse sind. Es gibt aber auch Menschen, die erzählen das so stückweise, die sind sich vielleicht nicht ganz sicher. Und hier ist es wichtig, dass du offene Fragen stellst, zum Beispiel, wie genau meinst du das? Was würdest du noch tun? So wirklich offene Fragen, dass du erst, wenn du mindestens 2 dieser Grundbedürfnisse herausgefunden hast, bei vielen auch noch ein drittes, dann kannst du die Auflösung geben. Dann kannst du sagen, warum du die Frage gestellt hast, und auch von den 6 Grundbedürfnissen erzählen. Und wenn du möchtest, schicke ich dir gerne eine Übersicht über die Öle für die verschiedenen Anwendungen. Also Sicherheit, die Mischung Grounding, Abwechslung, die Mischung Freedom, Bedeutung und Anerkennung, die Mischung Magnify Your Purpose, Liebe und Verbundenheit, die Mischung Joy,
dann persönliches Wachstum, die Mischung Highest Potential und einen Beitrag leisten, ein Erbe hinterlassen, die Ölmischung Magnify Your Purpose. Wenn du daran mal schnuppern möchtest, dann schreib mir gerne eine E-Mail an herdes@oetq.net und dann schicke ich dir gerne einfach auf so einer Postkarte, mache ich dir ein Tröpfchen drauf, dann kannst du das mal riechen. Das ist dann super intensiv, kann sich bei dir zu Hause entfalten. Du kannst es mal ausprobieren und bestell dir, wenn dich die Anwendung begeistert, am besten die Fläschchen direkt auf meiner Seite lebeduften.de und dann kannst du eine 30-Tage-Anwendung damit machen und wirklich in dir selbst herausfinden, wie kann ich meine Freiheit besser leben? Wie kann ich Liebe und Verbundenheit besser leben? Was für ein Erbe kann ich hinterlassen? Das kannst du verstärken, indem du diese Öle 30 Tage lang ganz intensiv anwendest, jeden Morgen, jeden Abend, immer zwischendurch auch, denn die Öle helfen uns, dass wir tief in uns diese Antworten finden können, dass wir dieses Thema verstärken können und dass wir die beste Version unserer selbst leben können, in diesem Grundbedürfnis, was uns am allermeisten antreibt. Viel Freude dabei und hol dir als Geschenk außerdem die 27 besten Anwendungen mit ätherischen Ölen auf lebeduften.de. Das ist mein Geschenk für dich. Da bekommst du die Öle auch direkt. Ich wünsche dir viel Freude mit der Anwendung. Viel Freude, wenn du die 7 Leute fragst, wenn du ihnen diese Frage stellst. Viel Freude beim Entdecken. Liebe Grüße und ich freue mich schon aufs nächste duftende Video.